wenn man dich jetzt gerade wieder so erlebt, also plötzlich kommt da so ein Feuer da los bei dem Christoph Daum. Das heißt, du bist ein Mensch, der, wenn er eine Aufgabe annimmt, du brennst dann aber auch mit 110%, oder? Und wie wichtig ist es jetzt, wenn wir mal an unsere Abonnenten denken, wie wichtig ist es denn, für was zu brennen? Und wie wichtig ist es dann eben, sich mit Haut und Haaren, was ich so verstanden habe, für eine Sache, für die Firma in dem Fall, zu verschreiben? Also wie wichtig ist das Herz dabei, wenn man was tut? Also 110% sind zu wenig, Jürgen. Also ich gehe mindestens mit 180, sage ich mal, los. Aber okay, ist nur jetzt ein Zahlendropping, weil was wir eigentlich nur sagen wollen, du musst eine totale Identifikation haben. Und es war so, dass ich gesagt habe, wenn der Tag 24 Stunden hat, dann bin ich für meinen Club, für meine Mannschaft 16 Stunden da. Ja, ein paar Stunden muss ich auch noch schlafen. Dann war das meine Erstfamilie, war das mein Zuhause, war das mein Mittelpunkt. Ich habe sicherlich zur damaligen Zeit nicht verstanden, dass ich im Laufe der Jahre lernen musste, da auch eine gewisse Balance in mein Leben reinzubringen. Ich habe mich total dem 1. FC Köln, den Fußball, verschrieben. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das in der Anfangszeit anders möglich ist, um diesen Erfolg zu erzielen. Also wenn ihr die Entwicklung vom Steve Jobs, Bill Gates, ich kann jetzt viele nennen, wie die auch Maniac in einer gewissen Art und Weise waren, dann erkenne ich mich auch in solchen Dingen wieder. Ich hatte mich also total mit dieser Aufgabe, mit Haut und Haaren identifiziert und mich dieser Aufgabe verschrieben. Ich habe dann immer zu meiner Frau gesagt, 90% meines Lebens gehört in Fußball. Und von den restlichen 10% gehören 50% im Fußball. Also insofern, sie hat dann auch immer wieder ein bisschen das Gesicht verzogen und hat auch immer wieder versucht, heute heißt das, glaube ich, Life-Work-Balance, also dir auch zu verdeutlichen, dass du neben dem Fußball auch eine andere Verpflichtung hast, aber habe ich damals gar nicht so gesehen. Heute würde ich den jüngeren Trainern raten, dort auch in ihren ganzen Terminkalender auch Termine mit sich selbst, mit der Familie, mit Freunden, für Aktivitäten, wo man den Akku wieder auflädt, für Fitness, für Ernährung mit einzutragen. Ich habe da zum Teil Raubbau mit meiner damals zur Verfügung stehenden Zeit getrieben. Das kann man, glaube ich, auch anders gestalten und denselben Erfolg mit erzielen durch eine bessere Zeitplanung. Aber nochmal, das ist wie Schwangerschaft. Es geht nicht ein bisschen schwanger. Entweder bist du schwanger, dann bist du voll dabei, oder eben nicht, ein bisschen schwanger. Ja, ich denke, es ist auch eine Frage des Alters. Ne? Ich glaube, wenn man jung ist und man kommt ins Berufsleben oder man macht sich selbstständig, dann muss man einfach auch diesen Einsatz erbringen. Vielleicht trotzdem mit ein paar Termine für sich selbst, aber ich glaube, in der Phase, da will man Gas geben, da muss man auch Gas geben. Wenn man dann später ein bisschen älter wird, wir sind ja beide noch sehr jung, aber nicht mehr ganz so jung, ich glaube, dann gewinnt auch, und dann muss auch langsam wieder der Körper wieder an Bedeutung gewinnen, vielleicht die Beziehung. Also es ist ein schwieriges Thema, weil ich glaube, da so wirklich die Work-Life-Balance in der Mitte zu halten, ist, glaube ich, schwierig. Ich würde mal sagen, ich war ja auch so. Früher waren wir 100, also komplett Anschlag Beruf und fast nichts da drüben. Ich glaube, 50-50 geht nicht in der Anfangszeit, aber vielleicht 75-25. Und dann später im Laufe des Lebens kann man dann so in die Mitte reinkommen. So glaube ich, dass es funktioniert. Kann ich nur unterschreiben. Ich habe letztens, das ist einige Jahre her, eine längere Diskussion mit meinem Sohn Marcel gehabt und habe dann mal so offen... Wie alt ist der jetzt, der Marcel? Der ist 34, Assistenztrainer von Peter Bosch bei Bayer Leverkusen. Und dann habe ich den... Also kommt dem Vater nach? Ja. Habe ich nur mal den Marcel so gesagt, ich glaube, ich war nie so ein guter Vater, wenn ich sehe, wie viel ich weg war, wie wenig ich mich eigentlich... darum, wo ich gekümmert habe, sagt er, nein, Papa, wenn wir Probleme haben, warst du da, bist du zu uns mit ins Bett gekommen, du hast uns unterstützt, wenn wir irgendwelche gesundheitlichen oder schulischen Probleme hatten. Okay, du warst nicht immer präsent, aber wenn wir dich brauchten, warst du da. Wir wussten immer, wir konnten auf dich zurückgreifen, wir konnten uns auf dich verlassen, ob du immer physisch präsent warst. Das war gar nicht so wichtig. Und dann kam der Zusatz. Und heute... seitdem ich in diesem Profigeschäft, im Führungsbereich einer Lizenzabteilung mitarbeite, sagt er, Papa, heute weiß ich, es geht eigentlich gar nicht anders.
Aber er hat es jetzt gar nicht so schlecht gesehen, sondern ich denke, das könnte man sagen, nicht nur die Quantität der Zeit ist wichtig, sondern dann vor allem, wenn man die Zeit verbringt, dann die Qualität. Ne? Ja, das hat mich natürlich sehr gefreut, muss ich sagen, weil ich hatte schon, das ist immer wieder diese Sache, dass du immer wieder meinst, du hast was vernachlässigt, falsch gemacht, ein schlechtes Gewissen. Richtig. Und das hat mir unheimlich gut getan, dass meine Kinder dieses Urvertrauen, diese Verlässlichkeit immer spüren konnten, selbst wenn ich von der zeitlichen Präsenz nicht immer anwesend war.